Straight Wrestling, Ausgabe 375. Florian. Mabo. Es ist die erste Show nach dem Karat, also erst Straight Wrestling auf jeden Fall. Korrekt. Es ist das erste Mal, dass wir beide uns wieder hören, auch seit Karat tatsächlich, ja. Ja, und was ist in den letzten Tagen passiert? Es fing schon an mit Non-Wrestling, aber es war trotzdem lustig. Julian Nagelsmann wird gefeuert, selbst wenn man nichts mit Fußball zu tun hat. FC Bayern folgen ist immer lustig, ja. Aber da hörte es ja nicht auf, ja. Denn dann gab es WrestleMania. Und Night One dachten wir alle, alles schon gute Sachen, muss man sagen. Vor allem der Main Event hat Spaß gemacht. Dann kam Night Two, hatte ein geiles Mid-Card. Vor allem der Freeway Dance war ein Banger. Und dann kam der Main Event. Und alle dachten, oh Gott, oh Gott. Und dann kam Raw und alle dachten, Und dann kam Endeavor und dachte sich, komm, jetzt hau mal richtig Geld hier auf den Tisch. Billions after Billions. Wir hatten Vince McMahon. Ich fand dieses Meme so geil, wie er jetzt so dieser Street Fighter Boss oder war es das Commander Conquer Boss? Weiß nicht. Der wurde doch so. Meinst du Kane? Ja, jetzt Kane wurde er. Ja. Street Fighter, oder? Ja, Nee, meinst du M. Bison meinst du von Street Fighter? Ja. Also, genau. es war einiges los. Die Wrestling-Welt ist erschüttert. Und zwischen dem allen hat ein unser aller Lieblings-Rich-Kid, Tony Khan, einen absoluten Banger von einer Show hingelegt. Wo ich mir dachte, wow, also, das ist, dachte ich so, alter Schwede, ich habe ja wirklich gesessen, dachte mir, Gott, catchen. Ist schon geil, muss man sagen. Catchen ist durchaus geil. Ja, es fand ja quasi auch davor statt, ne? Ja. Es ist ja am Freitagabend gewesen, sprich also noch vor den ganzen WrestleMania-Festivitäten, wenn man jetzt mal SmackDown und die Hall of Fame ausklammert, ist es Smack Dab in der Mitte des WrestleMania-Wochenendes gewesen, was ja irgendwann dann von Mittwoch auf Donnerstag angefangen hat und die ersten Shows anfing und dann immer weiter sich gesteigert hat. Ja, aber zwischen... Hast du die Hall of Fame eigentlich geguckt? Ja. Hast du sie geguckt? Nein. Aber ich fand die Laudatio lustig für Keiji Wudo von Ric Flair, der einfach mal aufgezeigt hat, gegen wen er jemals alles gekämpft hat in Japan. Und dann sagt er, ach übrigens, Keiji Wudo kommt jetzt und kriegt seine Ehrung. Er kennt nicht Ric Flair. Ja, das ist echt so. Das ist echt so. Ric Flair sagt, ich hatte viele Gegner und Keiji Wudo war einer davon. Großartig, ey. Aber ich meine, Keiji hat wacker im Ring gestanden, sofern er noch stehen konnte, und hat seinen Mist gemacht. Also, er hat es auch verdient. Keiji Wudo ist eine fucking Legend. Ja, ohne Frage. Ja, und dann fand da auch noch eine Show statt am vergangenen Samstag aus dem Galen Center, ebenfalls natürlich in Los Angeles, California, nämlich Supercard of Honor, der erste Pay-Per-View nach dem offiziellen Ring of Honor Reboot, muss man ja auch sagen. Das ist ja, nachdem Tony Khan Ring of Honor gekauft hat, gab es ja lange, lange Zeit nur Einzelshows, nur Pay-Per-Views eben, was heißt ja nur, aber die waren auch alle fantastisch, kann man dazu ja auch sagen. Viele großartige Matches. Und dann gab es seit Anfang des Jahres eben die offizielle richtige TV-Show, wo wir 5 Stück an der Zahl bisher hatten. Die 6. findet jetzt am heutigen Donnerstag statt. Und da hat man dann endlich mal einen richtigen Aufbau quasi auch gehabt. Soweit man bei Ring of Honor eben einen Aufbau hat, ist es immer noch relativ oberflächlich, weil es halt um Wrestling geht. Aber man hat natürlich also ich war vor allem auch mega gehypt. Also wir waren ja alle gehypt, nachdem ja nach und nach immer die Card mittlerweile sich gefüttert hat. Wir dachten, Banger after Banger after Banger, ja. Und ich war wirklich gehypt. Ich habe am Tag davor noch diese Hype-Videos geguckt auf YouTube und so. Ich war ready. Wir hatten alle Bock. Ja. Und dann haut auch noch natürlich Tony Khan zur Vorbereitung quasi noch einige Matches in die jetzt auch bei Ring of Honor Zero Hour heißt, quasi das, was die Pre-Show, der Kickoff in anderen Promotions ist, ist hier eben diese Zero Hour, die jetzt nicht unbedingt weltspektakulär war, aber halt nettes Wrestling mit coolen Leuten halt bot, ne? Also Konosuke gegen Willie Mack war schon ein gutes Match. Das war das Beste von all den Matches. Aber auch das steht halt ganz klar im Schatten von vielen der Matches, die dann bei Supercard of Honor selbst stattgefunden haben. Die sind halt, ist halt nicht dafür platziert gewesen. Ich will nur sagen, es rödelt wieder. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen. Ja, ist richtig, es rödelt bei mir auch wieder. Ja, ist richtig. Du sagst, du unterbrichst mich bitte, wenn es wieder Roboter ist. Alles klar?
Ja, ja, reden wir jetzt über das erste Match, würde ich sagen. Nee, Pre-Show war trotzdem war solid. Das war eine gute erste Stunde. Das Ding ist, ich bin ja mal so heiß auf dem Pay-Per-View, ich gucke erst die Main-Show und dann so als Nachgang gucke ich mir noch ein bisschen die Pre-Show an. Und da fand ich die echt ganz nett. Das habe ich ja auch gemacht, weil ich ja Samstag unterwegs war und ich hab im ICE quasi die Supercard of Honor-Show komplett geguckt und dann im Nachhinein mir eben noch die Pre-Show-Matches angetan. Ja, ist vollkommen okay. Ist gut. Takeshita gegen Willie Mack, klar das beste Match. War auch besser als das schlechteste Match von Supercard of Honor selbst, sage ich jetzt schon. Oh, da bin ich gespannt, wer es bei dir ist, weil ich habe auch ein Match, was ich nicht gut fand. Ja. Also, wobei ich fand das schwächste Match von Supercard of Honor immer noch in Ordnung, aber Es war für mich das schwächste Match. Ja, ich denke, es ist dasselbe. Das ist auch das Match, was ich schon vorher angekündigt habe, dass es nicht doll ist. Es ist das Tanahashi-Match. Ja, natürlich ist es Tanahashi, was ich habe von vornherein schon gesagt, aber alle so, was willst du denn? Naja. Eine Sache, die neu ist, die wurde am Ende der Pre-Show angekündigt. Wir haben einen Rückkehrer, jemand, der schon mal zu Beginn der Sinclair Broadcasting-Zeit wieder zurückgekehrt ist, um da den Kommentator zu machen. Es ist Nigel McGuinness. Er ist wieder da. Nigel. Das ist geil. Nigel, richtig nice am Mic. That Clam Digger Brian Danielson. Richtig geil. Es dauert ein bisschen, weil Caprice Coleman und Ian Riccaboni sind halt so ein eingespieltes Team, dass das ein bisschen dauerte, bis Nigel McGuinness da den Zugang ein bisschen gefunden hat. Aber spätestens dann beim Ladder-Match, da ging es dann richtig gut ab. Und da war er dann auch mit von der Partie. Und ich freue mich, dass er höchstwahrscheinlich diesen Job weitermachen wird. Ja, fing dann aber an, ja, mit einem Offer-Match von AAA oder einem kleinen Dream-Match, nennt es wie ihr wollt. Es ging allerdings um den AAA Mega Title. Ich meine, so ein Match, sowas musste erstmal wohl dem, der sowas so oben abbuchen kann. Richtig. El Hijo del Vikingo gegen Commander. Junge. Es war bad shit crazy. Wir haben ja quasi ein bisschen eine Pre-Show dazu sehen können beim Karat. Ne? Wir haben Commander ja sehen dürfen und dann natürlich speziell im großen Offer-Match am Sonntag. Und ja, die beiden haben eben gezeigt, was Flippy Lucha Libre eben bedeutet und das in extra. Also man muss natürlich sagen, dass ich kann verstehen, wenn man das nicht gut findet, was hier gezeigt wurde. Ja? Das war wirklich die absolute Speerspitze des Bad Shit Lucha Spotty-Fest. Ja? Das kann man kacke finden, weil im Endeffekt hast du ja alle jede Minute nur, einer wartet, bis der andere was macht. Ja. Aber wenn man sich drauf einlässt und das Hirn ausschaltet, das muss man hier auch, dann ist es, fand ich, sehr unterhaltsam. Ja, ich fand, es war das beste Vikingo-Match, was ich so gesehen habe. In diesem Zeitraum, wir hatten ja das Kenny Omega gegen Vikingo-Match, da war das hier besser und da ist nämlich in meinen Augen genau das passiert, was Badusch im Chat sagt, eben nicht. Nämlich, dass es viel Zeit für Setups braucht. Ich fand, dieses Match hatte viel mehr Fleisch, als es beispielsweise bei Omega gegen Vikingo der Fall war, wo man noch mehr das Gefühl hatte, zumindest ich das Gefühl hatte, dass gewisse Spots eben Vorbereitung dafür brauchte. Und da muss ich sagen, das hatte ich bei diesem Match gar nicht so das Gefühl. Deswegen Omega gegen Vikingo fand ich recht öde. Junge, okay, jetzt sind wir aber auf Level, ja, das ist aber. Ich meine, sein Username ist Bullet Club for Life und er sagt Omega gegen Vikingo fand ich recht öde. Ist eine gewagte These, würde ich mal behaupten. Aber okay, jedem das seine. Ich fand super, das Match. Hat richtig viel Spaß gemacht, war ein klasse Starter in dieses Match, in diese Show rein. Es ist natürlich auch für viele Leute was Neues, sage ich mal so. Weil jetzt eben Vikingo und Commander ihren Spotlight bekommen haben. Vikingo natürlich auch einer der Breakout-Stars der letzten zwei Wochen, würde ich sagen. Den werden wir noch öfter zu sehen bekommen. Der hat diese Plattform eben auch gebraucht. Er hat mir echt gefallen. Vikingo hat natürlich das Ding dann am Ende für sich entscheiden können mit dem 630 nach den Double Running Knees. Running Double Knees. Mein Favorit war der Davis-Spot, der kaputt, der nicht
gebrochen, Alter. Das landet bei WrestleMania, Leute. I'm the table, ich sag. Ja, das ist ja klar, der 630 raus, ne, Junge. Schöne Stage übrigens auch, fand ich, von Ring of Honor. Eben diese zwei Treppen, die seitlich so runtergingen, sodass da ein bisschen Platz noch davor war. War echt cool, hatte ein schönes Feeling auf jeden Fall. Und das Match, das war halt. Hier bei so einem Match kommt es eben drauf an, wenn da nichts schief läuft, dann ist das einfach fantastisch. Und wenn das Einzige, was schief läuft, eben war, dass der Tisch nicht gebrochen ist, was ja inhärent die Aktion noch brutaler wirken lässt, dann hat man, glaube ich, eine ganze Menge richtig gemacht. Mit 16 Minuten auch eine echt, echt stolze Zeit. Deswegen vollkommen glücklich. Eines der Highlights auf jeden Fall. Ich tue mich ein bisschen schwer, bei dieser Show ein klares Match of the Night zu finden. Ich kann aber verstehen, wenn man... Ich kann aber verstehen, wenn man sagt, das war es. Ich kann aber auch sagen, wenn man versteht, das ist nicht jedermanns Sache, eben weil es Lucha-Flippy-Kram ist. Und speziell, wenn man das schon öfter da gesehen hat. Da fand ich noch zwei Matches klar besser als das, ja. Zwei sogar, okay. Ja, klar zwei für mich. Okay, ja, ich nicht. Ich könnte es, für mich waren nicht zwei Matches klar besser. Aber wir gucken einfach mal. Ja, aber so viel erstmal dazu war natürlich. Aber nochmal ganz klar sagen, das ist wirklich ein polarisierendes Match. Das gefällt halt wirklich nicht. Das ist auch völlig okay, wenn ich. Das ist halt wirklich ein spezielles Ding. Ja, gut, polarisierend, ne, bei Cage Race hast du eine Wertung von 8,68 bei 300 Wertungen. Ist jetzt nicht unbedingt polarisierend, aber ich kann hier eher nachvollziehen, wenn man sagt, ey, das ist absolut nicht meins, als wie beispielsweise im Main Event. Ne, wenn man da sagt, das war scheiße, dann würde ich da eher sagen, ah, okay. Finde ich schwer. Aber ja. Kommen wir später zu. Wir machen weiter mit dem nächsten Match. Und das war ein Match um die Ring of Honor Six-Man Tag Team Titles. Und dort hatten wir die Embassy, natürlich mit Prince Nana. Ja. Khan, Cage und Tua Leona, die angetreten sind gegen das WCW Saturday Night. Wir würfeln ein Team zusammen aus Air Fox, Black Christian und Metalik, die sich in den Vorwochen eben so langsam ein wenig gefunden haben. Und die sind nicht einfach nur drei random angekündigte Namen. Man hat schon ein, zwei Wochen zumindest sie versucht zusammenzustellen, damit sie eben hier eine Basis für diese Titelverteidigung sind. War dann aber mehr ein Popcorn-Six-Man-Tag-Team-Match als eine tiefgrähende Fehde oder so. Ja, also es hat sich so ein bisschen auch den Tenor teils der, also mal die Hälfte der Show war halt Popcorn. Ja. Und das hat sich da so gut eingefügt. Ich meine, Fox finde ich awesome, Alter. Warum ist der Mann nicht höher im Roster? Warum ist der nicht bei AEW am Abgehen? Fox, absolut awesome, ja. Ja. Auf jeden Fall. Match war halt kurz, war 8 Minuten, das war ein solides Spotter, nichts Besonderes. Aber halt auch nicht schlecht, es war einfach okay. Ja, genau. Also, und das ist halt die Base, das, die Basis quasi. Also dieses okay bis gut ist halt das Minimum, was wir an diesem Abend haben. Ich dachte sicherlich wie viele auch, weil Brian Cages Vertrag höchstwahrscheinlich bald ausläuft und er nicht mehr zu sehen ist, dass er höchstwahrscheinlich oder dass die Embassy vermutlich die Titel nicht mehr lange halten werden, wenn Brian Cage tatsächlich AEW/Ring of Honor verlässt. Muss man allerdings auch im Kopf behalten, man verliert da nicht random die Teams gegen die Titel gegen ein Team, was eben erst seit 2 Wochen richtig teamt. Dann wird man eben, Brian Cage noch ein bisschen Freelancer bleiben, bis ein vernünftiges Team kommt und die Titel hier abnehmen wird. Deswegen im Nachhinein gedacht, ja, klar, dass die Titel hier nicht wechseln. Das ging dann auch relativ klar. Drill Claw nach 8 Minuten zum Sieg. War okay. Hat Spaß gemacht. Weiter ging es dann mit dem Ring of Honor Women's Title Match, wo Athena ihren Titel verteidigt hat gegen Tokyo Joshi Pro Wrestlings Yuka Sakazaki. Wie fandst du das, Morbo? Hat mir sehr gut gefallen. Fand ich vor allem gut, weil Athena hat ja auch diese richtige Härte. Sie ist ja dieses Powerhouse, die hat Yuka richtig weggewämst. Und die kam halt immer mit ihren, versucht mit ihren schnelleren Aktionen zu punkten. Die haben sich auch ordentlich gebumpt. Also mir hat das sehr gut gefallen. Das war wirklich ein gutes Frauenmatch. Ja, Athena hat sich in Ring of Honor schon ziemlich stark revitalisiert, weil sie, speziell bei WWE und NXT, da war sie ja schon raus. Und ich bin wieder Roboter. Ist das richtig? Das ist richtig.
technische Probleme mal wieder, wie immer eigentlich. Das ist ja immer so schön. Deswegen, da ihr den Chat da unten nicht mehr seht, ab jetzt machen wir das Ganze außer Dose. Morbo kriegt das noch hin, mich zu hören. Wir reden aber weiter über den Event, damit wir auf alle Fälle über Ring of Honor gesprochen haben. Und wir waren gerade bei Athena gegen Yuka Sakazaki. Athena hat sich bei Ring of Honor echt nochmal neu entwickelt. Also bei NXT war sie ja relativ schlecht dann dran. Dann ist sie ins Main, ich glaube, sie ist ins Main Roster gekommen, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist auf alle Fälle nicht wirklich viel passiert. Dann war sie bei AEW, da war sie auch nicht so toll. Aber jetzt hier bei Ring of Honor finde ich Athena wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Und mit Yuka Sakazaki hat sie natürlich auch eine sehr, sehr dankbare Gegnerin, die eben auch die Bumps sehr, sehr brutal nimmt. Ja, ist eine der besten Damen auch bei Tokyo Joshi Pro. Und krass, sie hat ja an dem Abend oder ein paar Stunden vorher hatte sie ja schon ein Main-Event-Match bei der eigenen Tokyo Joshi Pro Show. Also, das ist schon echt beeindruckend, was sie da für ein Programm abgerissen hat. Und ja, also ich fand's auch super, mit 11 Minuten auch eine kompakte Zeit, sage ich einfach mal so, nicht zu lang, nicht zu kurz. Und ja, mir hat's auch echt gefallen, Athena hat am Ende mit dem O-Face gewonnen und ja, coole Sache. Welches von den drei Frauenmatches bei den großen Shows fandest du am besten jetzt, wenn du jetzt WWE und Ring of Honor nimmst? Ja gut, es waren ja vier, weil ja noch das Tag-Team-Title-Match war. Ach komm, das Tag Team Title Match. Okay, aber das ist, da ist Charlotte Flair gegen Rhea Ripley immer noch eine ganze Stufe drüber. Also das da, die ja, waren noch ich alle. Ich fand das ja gar nicht so gut, weil ich fand Charlotte Flair nicht so gut. Okay, kann ich verstehen. Ich fand das hier sogar am besten, weil ich fand das richtig kompakt. Und wie gesagt, ich finde, das war so eine gute Match Story, weil du hast halt dieses Powerhouse-Athena, diese Wendy Yuka Sakazaki. Das war auch von der Zeit richtig, es war ein richtig gutes Match. Ja, das ist doch cool. Ja, das ist doch cool. Ja, nee, es war. Da muss noch mal jemand kommen, der Athena erstmal schlagen kann. Ich meine, die ist wie so ein weiblicher Samoa Joe, die macht alles platt. Das ist richtig, ja. Ich finde ja auch Ring of Honor baut einige von den Damen auf. Ne? Ich bin sehr gespannt, wo wir dann landen werden. Aber derzeit ist Athena auf jeden Fall sehr schwer schlagbar. Wie fandest du Asuka gegen Blair? Das war. Also auf keinen Fall schlecht oder so. Ist bloß ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Ich habe mir mehr erwartet, besonders nach dem Women's Title Match am Vorabend. Und da war ich dann ein bisschen enttäuscht, auch weil ich wollte, dass Asuka gewinnt. Asuka ist fucking awesome. Ja, auf jeden Fall. Und dafür war es ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben, aber auch nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber weißt du, was awesome war? Das nächste Match von Jawohl, das Ring of Honor World Television Title Match Samoa Joe gegen Mark Briscoe. Auch alleine schon dieser Aufbau, dieses Video, was da ewig, was ich mir geguckt habe, mit Jay, und das war alles so emotional, und dann fuck, Mark will den Titel gewinnen für Jay und so, und das war, und dann war das Match auch einfach so gut. Das ging richtig ab. Ja, das war halt ein Kampf, weil ja auch Mark Briscoe in dem Videopaket gesagt hat, ey, ich habe Samoa Joe halt auch schon in Tag Team Matches besiegt, ich kann das, ich schaff das, aber in Singles Matches, und das ist ja seine neue Karriere jetzt eben, da hakt es eben noch. Und das ist halt eine Dramatik, die auf so vielen Ebenen da ist. Ne? Zum einen, weil Mark Briscoe sich nach dem Tod seines Bruders komplett neu orientieren muss und eben eine neue Karriere für sich entdecken muss, da ja Jay Briscoe der Singles-Wrestler im Team war normalerweise. Klar, Mark Briscoe war schon einmal Television-Champion? Nein, war er nicht. Er hat noch gar keinen Singles-Title in der Hinsicht gewonnen. Du hast halt gemerkt, gerade gegen Samoa Joe, gegen den Top-Athleten, ne, ist das halt ein Aufwärtskampf. Und das war eben diese Story, dass er sich Stück für Stück hochkämpfen musste und das manchmal so knapp geschafft hat, aber am Ende hat es dann eben doch nicht gereicht, ne, und hat halt nach dem Sleeper Suplex Mark Briscoe ausgechoked. Und das war ein tolles Match. 15 Minuten und die Crowd war halt am Ende auch tot danach. Verständlicherweise, weil alle dachten, okay, Mark Briscoe gewinnt jetzt in Ehren seines Bruders diesen Television-Title. Und dann freuen wir uns alle. Aber nein. Ja, aber das war jetzt nicht wie Roman Reigns besiegt Cody Rhodes. Das war trotzdem, man hat akzeptiert, Joe hat gewonnen. Das ist okay. Es war auch emotional, die Familie von Mark war am Ring und so. Und der hat ja am Ende trotzdem war er trotzdem enttäuscht, die Tränen morgen, trotzdem hat er gejubelt und so. Also das war eine ganz andere Geschichte, das war trotzdem in Ordnung. Ja. Klar, die Crowd war eher tot, weil das Match so gut war. Und ich gehe fest davon aus, dass Mark Briscoe noch seinen Singles-Title gewinnen wird, nämlich den World-Title, da gehe ich von aus.
Und dann wird es diese Story eben geben, weil Mark Briscoe eben auch erst seit einigen Wochen Singles-Wrestler ist. Und das, und wenn er dann Samoa Joe besiegen würde, okay, das wäre halt dann auch ganz schön viel auf einmal, sag ich mal so. Und ich glaube einfach, man wird die Story weitererzählen und irgendwann wird er World Champion werden. Da gehe ich jetzt einfach mal stark von aus, weil sonst würdest du, glaube ich, nicht diesen Downer bringen, um später mehr zu bringen. Und bei Cody und Roman, da war der Moment des ultimativen Sieges halt schon da und hat halt verloren, jetzt kommt nichts mehr. Beziehungsweise jeder Moment, der kommen würde, würde erblassen davor. Und das ist halt nochmal eine ganze Ebene unterschiedlich. Hier habe ich tatsächlich Vertrauen, dass noch was kommen wird. Und selbst wenn nicht, fand ich das echt gut gemacht, auch damit Samoa Joe danach, der dann eben doch die Hand von Mark Briscoe geschüttelt hat als Anerkennung des Respektes. Das fand ich schon echt toll. Also das war ein echt gutes Match, was natürlich auch hart auf die Tränendrüse gedrückt hat. Es war schon, als Mark Briscoe nach dem Hot Tag zu seinem Bruder quasi greifen will. Boah, das war schon echt heftig, ey. Boah. Tolles Match. Für mich fast das Match of the Night. Fast. Ja, das war... Also es ist für mich dann auch sehr schwierig mit dem anderen Match, aber fast. Aber Speaking of ist eine harte Überleitung. Wobei ich kann sagen, Speaking of, Crowd war tot. Weißt du, was auch tot war? Die Beine von Tanahashi. Ja, Tanahashi, der Roboter. Wir reden ja schon seit einigen Jahren... Ich will jetzt mal was sagen, ja. Als dieses Match announced wurde, ja, da haben alle gesagt, oh, krass, Tanahashi gegen Makasia. Und ich habe gesagt, ja, gucken ist es mal 2023, Tanahashi. Ja, das ist doch nichts Schlechtes. Ach, ich nehme das Match. Ja, sorry, Leute, aber es war doch wirklich erstmal das schwächste Match an dem Abend. Und da konnte Daniel Garcia auch nicht mehr so viel reißen. Das Match war schon echt low-key. Das war schon echt. Also ich will nicht sagen, dass es schlecht war, aber es war schon echt nicht so dolle. Ich glaub, und das hat ja nicht geholfen. Es hat ja nicht geholfen, dass die Crowd tot war. Das hat ja im Gegenteil. Ich glaube, viele haben sich nicht auf das Match an sich gefreut, sondern einfach, dass man Hiroshi Tanahashi nochmal bei Ring of Honor sehen konnte, weil es ja immer noch ein großer Wrestling-Charakter in der Geschichte und im Business ist. Dass das Match nicht großartig werden würde, ich glaube, die meisten haben, wenn sie ehrlich sind, damit rechnen können. Gerade auch nachdem Tanahashi so das ein oder andere härtere Match dieses Jahr schon hatte und dann eben eher ein relativ spontan angekündigtes Match, weil Tanahashi war ja nur in Amerika, weil Will Ospreay ausgefallen ist. Und deswegen ein Ersatzgegner von Mike Bailey. Von Mike Bailey? Ich weiß gar nicht, ob es Mike Bailey war. Aber auf alle Fälle ein Ersatzgegner gefunden werden musste. Und er ist einfach mitgereist. Das heißt, es war ein Bonus-Match. Und so hat es sich eben auch angefühlt, gerade von Tanahashis Seite aus. Tanahashi kann halt, wenn er nicht irgendwie speziell darauf sich fokussiert, kann er halt, das Gehen sieht so schmerzhaft aus, ne? Also echt, als wenn die Knie, er geht teilweise schlechter als Muto. Ja. Das Match selbst war dann eben auch überhaupt nicht spannend und besonders. Und am Ende gewinnt dann natürlich auch Hiroshi Tanahashi, weil er Hiroshi Tanahashi ist. Hilft aber einem Daniel Garcia dann so überhaupt mal gar nicht weiter. Und nach 12 Minuten war es dann auch vorbei. Und das war eben ein bisschen schade, weil viele haben sich sicherlich mehr erwartet. Realistisch gesehen hätten sie es eh nicht gekriegt. Aber ne, ich weiß nicht, das hat der Show auch nicht weitergeholfen irgendwie. Es ist ja nicht so, jetzt Wrestle Tanahashi Gurkenmatches und der ist ja immer noch für ein solides Match zu haben, aber man sollte einfach da nicht mehr, wissen nicht, sabbernd beim Tanahashi Announcement sein. Also ich meine, wenn man natürlich sagt, wenn dann irgend so wie jetzt dieses New Japan Freeway Tag Match bei der USA Show, ja. Das ist ja ein Freeway Tag Match, da können ja noch viele andere Leute was kämpfen, aber im Singles Match muss man jetzt nicht mehr ausrasten. Klar, der Entrance ist immer noch toll und ich meine, seien wir ehrlich, Tanahashi ist immer noch Charisma. Top 10 der Welt, vielleicht sogar Top 5. Da kommen kaum Leute ran. Das ist, er hat ja immer noch eine Ausstrahlung wie nix, ja. Aber im Ring ist es halt nicht mehr doll. Und das Match war halt, mir tut auch wieder Danny Garcia leid, weil ich finde, der ist bestimmt echt ein guter Wrestler, aber ich sehe ihn bei AW, als bei der JAS, da kann er nicht so viel zeigen, da ist er halt eher nur so im Hintergrund. Und da hätte ich jetzt lieber ein anderes Match gesehen von ihm. Ist richtig. Ich glaube, die meisten freuen sich dann eben auf den Mythos Hiroshi Tanahashi, als auf das Wrestling, was dann da kommt. Und das hat man eben der hier hat wieder... Der hat ja auch gezogen, so ist es nicht. Ohne Frage, auf jeden Fall. Und es ist halt so, die Sache, wenn jetzt Tanahashi angekündigt wird, dann ist es Hit or Miss. Ich meine, auch das Match gegen Okada war ja jetzt auch einer der schlechteren Matches. Das war Sparflamme, war das. Ja, und hier war es leider auch so. Und dafür hatten er und Okada ein geiles Tag Team Match mit Goto und Yoshihashi. Also, du weißt nie, was du bekommst. Da gibt er sich halt Mühe in Japan. Ja, du weißt halt nie, was du bekommst. Und einige Leute dachten sich vielleicht auch, okay, vielleicht gibt er sich ja auch nochmal Mühe, weil es Ring of Honor ist. Aber
leider nicht. Und das ist eben schade. Deswegen war das auch das schlechteste Match bei der Show. Und ich fand auch Takeshita gegen Willie Mack besser. Als ja, das muss man sagen. Warum ist Willie Mack eigentlich nicht bei AEW mehr? Was ist mit Willie? Ich glaube, der ist wirklich selten nur bei AEW generell, wenn ich das so mitbekomme. Du kannst halt, ne, das Roster ist halt auch zu voll. Du kannst halt, ne, das ist halt immer das Problem. Und viele Leute deswegen wollen. Deswegen holt man sich ja so komische Leute, die vorher in Japan ganz doll aktiv waren. Ich weiß deine Antipathie gegenüber Jay White sehr zu schätzen. Aber man muss leider sagen, dass er halt einer der größeren Stars im Wrestling-Geschäft ist. Und wenn ich mich zwischen Jay White und Willie Mack entscheiden müsste, dann würde ich auch Jay White nehmen. Ich würde viele Wrestler nehmen. Ich würde wenige Wrestler vor Jay White nehmen, sagen wir es mal so. Allein aus Appeal-mäßig. Aber ich verstehe, was du meinst. Ohne mit der Wimper zu zucken, verstehe ich das. Dann ging es weiter mit dem Reach for the Sky Ladder Match um die Ring of Honor World Tag Team Titles, Lucha Brothers, Top Flight, Kingdom, Aussie Open und La Faction Ingobernable. Ja, das Match war so hot, dass sich einer gleich das Bein umgedreht hat. Ja, scheiße. Ja, Ich meine, es ist schwierig. Ja? Hm. Natürlich ist dieses, also da muss ich sagen, das war so mal so auch mal ein Match, wo ich sage, ich will jetzt nicht so der alte Mann sein und sagen, muss das denn sein? Aber es ist dann schon an so einem Punkt, wo ich sage, wenn die zwei Luchas das machen, ist es okay, weil die haben das halt drauf. So, aber hier ist es so ein Punkt, wo ich sage, tu das Note, das ist dann irgendwie noch ein Spot und das waren schon wirklich, wirklich bad shit crazy. Also das Match war schon wirklich an der Kante, fand ich. Dachte ich so, kannst du das nicht, dass es schon ganz schön drüber war? Ich habe vielleicht in den letzten Jahren zu viele Ladder-Matches dieser Art gesehen. Mit großen Aufbauten, durchfliegen, durch die Gegend ballern. Und auch gerade bei AW ja auch. Hättest du jetzt nicht gesagt, dass du das übermäßig viel fandest, dann hätte ich mir darüber keine Gedanken gemacht, weil für mich ist das ein weiteres dieser Matches. Ich bin komplett auf deiner Seite, wenn du sagst, das muss absolut nicht sein, weil ich habe es mir auch übersehen und diese Matches haben gar keine Wirkung mehr bei mir, weil sie so oft gezeigt werden, dass sie immer blödere Spots zeigen müssen, um überhaupt eine Reaktion noch von mir zu kriegen. Das ist wie Deathmatch-Wrestling. Immer mehr, immer brutaler, immer bekloppter, weil die normalen Spots, die vor einigen Jahren brutal und bekloppt waren, einfach nicht mehr ziehen. Und so ja, ist dieses... Normaler Chairshot oder so ein Schlag mit einem Leiter, das kannst du nicht mehr bringen. Es muss noch absurder sein. Natürlich. Und dann passiert halt so eine Scheiße, die dann halt da passiert ist mit dem einen. Wer war denn das? War das Dante oder Darius? Das war Dante Martin. Es gab die Konstruktion, wo eine aufgestellte Leiter im Ring war und eine weitere Leiter dazwischen gesteckt war, sodass die auf dem Top Rope lag. Und dann gab es eben natürlich den Kampf auf dieser Konstruktion zwischen Dante Martin und Phoenix. Und dann gab es eben den Canadian Destroyer runter durch vier Tische, 2x2. Und es waren nicht mal die Tische oder der Flug an sich, der irgendwie Banane war, sondern das Bein von Dante Martin ist halt sehr, sehr unglücklich auf dem Boden gelandet. So unglücklich, dass es eben sofort, ja, gebrochen ist. Beziehungsweise eben, ich weiß nicht, welche Verletzung es genau ist, aber es war eben sehr, sehr unschön anzusehen. Er wurde sofort aus dem Match genommen. Ja. Das Match war der Junge ist fucked. Ich meine, wer weiß, ob der überhaupt noch mal wrestlen kann. Also so schnell auf jeden Fall nicht. Die beiden Brüder haben ja sowieso sehr, sehr Pech, was das Ganze angeht. Weil Darius Martin ist erst vor einiger Zeit länger ausgefallen. Und jetzt ist Dante Martin dran. Also du merkst schon, dass dieser Stil eben auch high risk, high reward ist. Ne? Es ist sehr, sehr appealing, wenn Leute sehr, sehr beeindruckend durch die Gegend springen, ohne Frage. Aber wenn dann was passiert, kann dann auch ganz schnell ganz böse Sachen passieren. Und das scheint dann eben hier ja auch passiert zu sein. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm und ich hoffe nicht nur, dass das Bein wieder heilt, weil davon gehen wir einfach mal aus, aber das macht ja auch was mit deinem Kopf. Jede Verletzung dieser Art macht was mit deinem Kopf. Und wenn dann dein Stil so High-Flying-basiert ist, dann ist das halt nachhaltig vielleicht ziemlich scheiße. Und deswegen ist doof, hätte nicht sein müssen, das Ladder-Match hätte auch wesentlich... Ne, ich bin sowieso ein Freund eher der Basics.
mich schocken und nehme solche Ladder-Matches einfach null mehr mit, weil ich mir in meinen letzten Jahrzehnt an Ladder-Matches übersehen habe. Und deswegen löst es halt bei mir auch nichts mehr aus. Am Ende konnten dann eben die Lucha Brothers, speziell Phoenix hier, die Titel abhängen. Und damit sind die Lucha Brothers die ersten Tag-Team-Champions nach der Ära der Briscoes. Sind ja auch neue Titel überall geworden. Es gibt ja neue Pure-Title, neuen World-Title, neue Tag-Team-Titles. Und damit ist, die Lucha Brothers neue Champions. Theoretisch gesehen hätte dieses Match auch jedes Team gewinnen können, in meinen Augen. Ich persönlich hätte mich auch für das Kingdom gefreut, weil die als Tag-Team eben sehr gut funktionieren, aber als Singles-Wrestler nicht so geil sind. Aber mit Lucha Brothers machst du auch nichts falsch. Und mit all diesen Teams machst du nichts falsch, wenn du sie dann weiter gegeneinander zeigen wirst. Aussie Open ist ja so ein bisschen das Showcase-Team von New Japan, was öfter bei Ring of Honor auftritt. Aussie Open, absolut awesome. Ja. Absolut göttliches Ding. Geiles Team. Ich hoffe, die bleiben auch noch länger und bleiben dann auch bei Ring of Honor so als Special Attraction eben. Und ja, ich fand das Match immer noch gut, ohne Frage. Allerdings, erstens, ich brauche keine Ladder-Matches und zweitens, dieser Spot nimmt halt schon ein wenig die Freude an dem Match weg, in meinen Augen. Ich hab's irgendwann gedacht so, also ich hatte so die erste Minute, dachte ich, ja, geil, und irgendwann dachte ich, oh nein, ist jetzt gut. Kann jetzt Schluss sein. Und dann ging es noch 10 Minuten und das. Es ging auch 20 Minuten, 2014, und damit war es das längste Match des Abends. Und ich meine, die Crowd war danach verständlicherweise auch komplett tot. Natürlich. Und das ist ja schade, denn danach kam ein Match, das war auf jeden Fall mein Appeal. Da gab es für mich die Pure Wrestling Roots. Ring of Honor Pure Championship. Wheeler Yuta, der Champion, gegen fucking Shibata. Ja, auch ganz simple Story, dass Wheeler Yuta eben so ein paar Jungs vom LA Dojo herausgefordert und besiegt hat. Und dann hat er gesagt, ja, ich will den Boss haben. Und dann kam eben Shibata, er hat sich auch so wie Shibata in den Ring eben mit dem Schneidersitz gesetzt. Und ja, es gab jetzt das Match. Wheeler Yuta gegen Katsuyori Shibata. Pure Wrestling Rules, ne, wir kennen es. Rope Breaks, keine Closed Fists, wir kennen es. Es wird jedes Mal zum Glück erklärt. Es gibt Grafiken. Man macht es so einfach, wie es nur irgendwie geht. Genau mein Ding. Ist genau mein Ding, das Match. Ich meine, das ist einfach mattenbasiert, ja, das ist richtig noch, das ist ja schon fast in diesem Shoot-Style, aber nicht so richtig, ja. Also das geht ja schon so in die Richtung, und das ist einfach ganz klar pures Wrestling, mattenbasiert, Submissions, Holds, Shibata gewinnt, er hat glaube ich einen Kick verpasst, dann war er in dem Gelände. Richtig, es gab den Sleeper und dann den Penalty-Kick zum Sieg, so die typische Kombination von Shibata eben. Auch 13 Minuten und hat einfach gezeigt, Yuta, pass auf, ich bin der Bossmann. Bitch, du hast keine Chance. Also das war einfach eine ganz klare, einfache Match-Story. Yuta hat es einfach nicht geschafft, den Boss zu besiegen. Ja. Shibata hat den Titel gewonnen. Punkt. Ganz tolle Sache. Ja, es ist richtig geil. Es ist natürlich immer noch surreal, Shibata wrestlen zu sehen. Und auch wenn ich so der Vertreter bin, ja, warum tritt er nicht öfter auf? Weil entweder er kann wrestlen oder dann lass ihn doch normal wrestlen. Oder wenn er nicht wresteln darf oder er irgendwie mit Vorsicht bedacht werden muss, ja, dann soll er in meinen Augen gar nicht wresteln, weil ich das Risiko nicht eingehen möchte. Diese Pure Rules sind aber natürlich dann, wenn man nicht dieses Mindset hat und man eben Shibata schon noch irgendwie schonen will, sind die Pure Rules natürlich das Beste, was du dazu machen kannst. Weil eben eher mattenbasiert, es gibt klarere Regeln und Konditionen, die du einhalten musst. Es ist nicht so lang oftmals, und da passt es natürlich perfekt rein. Ja, und Shibata ist natürlich besser als Wheeler Yuta. Selbst wenn Wheeler Yuta besser mit den Regeln umgehen kann, dann ist Katsuyori Shibata immer noch Katsuyori Shibata und damit eben auch neuer Pure Champion. Fand ich echt gut. Ich fand auch geil, dass John Moxley mit Wheeler Yuta rausgekommen ist. Einfach mal vollkommen Banane, dass der mit rauskommt und der gar nicht bei dieser Show wrestelt. Fand ich auch mal toll. Also muss ja nicht immer alles auch im Match auftreten. Ja, war eine tolle Sache. Kompakt, echt gut und sicherlich auch eines der Highlights dieser Show. Und dann kam mein Match of the Night. Ja, ich würde auch sagen, das war mein Match of the Night. Der Aufbau war schon awesome. Ich habe mir alle Videos angeguckt, wie Kingston und Claudio gemeint hat, ja, er hat ja lange mit Kingston zusammen gewohnt, aber Claudio ist immer nach oben gestiegen und Kingston ist immer zurückgeblieben, der wollte mal nicht und so. Und gesagt, ja, ich kann's doch, was willst du von mir und so. Und ich meine, Kingston hat ja schon diese geile Promo bei dem New Japan Wrestling Pay-Per-View, dass er meint, ja, hier AEW, New Japan, das ist das Wrestling, was ich wresteln will, Ring of Honor und WWE, die sacken und so. Und das war
Das war stark. Das war da war richtig, da war Feuer drin, schon vor dem Match. Da hatte ich richtig Bock auf das Match. Ja, das biggest waste of potential, die größte Verschwendung von Potenzial, ist ja nicht falsch, was Claudio tatsächlich sagt, weil dass Eddie Kingston besonders am Mikrofon awesome ist, das ist er ja nicht erst seit 1-2 Jahren. Das ist er ja seit über 10 Jahren. Aber überall, wo er auftaucht, klappt's nicht. Aufgrund von Eddie Kingston selbst, aufgrund, dass er falsch eingesetzt wird, dass er halt nicht unbedingt der ästhetischste Wrestler ist. Und das ist beim Wrestling ja nun mal leider nicht unwichtig. Aber guck dir doch die beiden mal gegenüber an. Du hast mit Claudio Castagnoli einfach einen aus Stein gemeißelten Gott quasi. Und mit Eddie Kingston hast du halt den Mann, der ein bisschen fülliger ist, im Onesie wrestelt und eben ne, das Wrestling und das auf die Fresse wirklich verkörpert. Ja, und die beiden hatten dann eben ein großes, großes Match. Das war richtig, richtig geil. Also, boah, das hat echt Spaß gemacht. Die kleinen Sachen in diesem Match haben hier echt beeindruckt. Wie das irgendwann ja das Knie von Claudio Castagnoli klar verletzt war. Aber das hat er immer nur gezeigt, wenn Eddie Kingston nicht hingeguckt hat. Weil er natürlich Eddie Kingston die Schwäche nicht offenlegen wollte. Ja, und dann war es halt ein Kampf. Es wurde immer mehr ein Krampf und ein Krieg nach hinten hin. Auch ein Krampf sogar nach hinten hin, weil Ricola Bomb ausgekontert in die Spinning Backfist. Ne, es ging raus in die Barrikade. Ne Brainbuster-Versuch, der aufgesetzt wurde, der Neutralizer und Uppercut für 2. Uppercut gegen den Hinterkopf, die Ricola Bomb in den Cradle gekontert. Und dieser Cradle wird dann in die Sunset Flip gekontert. Und dann gewinnt Claudio Castagnoli gegen Eddie Kingston nicht mal klar, nicht mal eindeutig, sondern mit einem Wrestling-Move quasi, mit einem Sunset-Flip. Und das passt so poetisch in diese Storyline einfach rein, dass Eddie Kingston einfach so knapp dran ist und er weiter verzweifelt. Das ist einfach, ne, hier ist einfach der Appeal, die Tragik, dass Eddie Kingston es nie schafft, tatsächlich dieses Ding zu gewinnen. Und ja, das war toll. 20 Minuten, wirklich geiles Wrestling. Und das war ein fantastischer Abschluss für diesen Pay-Per-View. Ja, da kann ich nichts mehr zuführen. Ich meine, die Show, die Main-Show war 3 Stunden. Es war eine super Zeit. Das konntest du super weggucken im Pay-Per-View. Ich scheue es mir nicht zu sagen, ich gebe da eine 9,5. Das einzige Downer war für mich Tanahashi gegen Garcia. Ja. Alles andere war für sich gut bis stark bis fucking awesome. Also, das war ein toller Main-Event, das war nochmal ein Match-Off, das war für mich das beste Match des Abends und davor war die Show ja so toll und da ziehe ich meinen Hut, wa? Also ich fand, das war Wahnsinn. Also wer das nicht gesehen hat, das hat jeder, der uns hört, hat die Show gesehen, aber wer es nicht gesehen hat, also Leute, da verstehe ich auch nichts mehr. Also das war einfach fucking awesome. Für viele war es auch eine der, wenn nicht sogar die beste Wrestling-Show des Wochenendes, wenn es nicht irgendwie WrestleMania Tag 1 für einige war oder einige fanden die Tokyo Joshi Pro Show noch so authentisch, dass sie die Show als bestes empfanden. Aber rein von der Dichte, der Matchqualität, rein von den Geschichten, die hier im Ring erzählt worden sind, und das ist auch tatsächlich so eine Sache, die in meinen Augen, selbst wenn sie beide von Tony Khan gebuckt und geleitet werden, doch noch unterscheidet von AEW, dass eben Geschichten noch wesentlich mehr im Ring erzählt werden. Mark Briscoe, Eddie Kingston, Shibata und Wheeler Yuta dann natürlich noch mit dazu. Athenas Wiederaufstieg, Commander und Vikingo, dem der Crowd was beweisen müssen. Das ist richtig, richtig guter Stuff gewesen. Eine tolle Show. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Richtig den Sweet Spot getroffen. Und ja, also das war fantastisch. Die Show hat von uns 8,8 Punkte gekriegt. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Und ja, Tony Khan weiterhin der beste Pay-Per-View-Booker ever. Ring of Honor Cards immer fantastisch mit großartigen Matches und diese Card eben nicht weiter. Supercard of Honor hat ja sowieso eine gewisse Geschichte, weil Supercard of Honor ja immer die WrestleMania-Wochenendshow ist und in vielen Jahren ja schon eben anderweitig Spotlight geboten hat. Man erinnert sich an das Dragon Gate Match zurück, ne? Man erinnert sich zurück, dass New Japan öfter da war. Also immer diese Sommershow ist eben, oder die WrestleMania-Show ist eine große Show und diese Show reiht sich da nahtlos ein. Fantastisches Ding. War echt toll, hat echt Spaß gemacht. Und ja, war geil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Banger after Banger after Banger, Florian. Hört nicht auf. Und Tanahashi. Und dann nochmal ein Banger. Gibt's denn eigentlich so eine Art Pay-Per-View-Kalender, wann es das nächste Mal Ring of Honor gibt? Oder ist?
wenn man sich den Pay-Per-View-Kalender von Ring of Honor mal im letzten Jahr anguckt, sagen wir jetzt einfach mal so, ja, weil das ja quasi der repräsentative ist, dann ist im Juli die nächste Show mit Death Before Dishonor. Ich meine, ist natürlich gerade auch ein bisschen busy mit seiner Hauptliga, weil er da ja auch Banger after Banger raushaut. Zwischen Forbidden Door und der damit verbundenen Kanada-Tour über All in England. Grand Slam hatte heute auch schon wieder geteased, dass es das auch wieder geben wird. Also das Koks, was Tony Khan nehmen muss, ist echt Weltklasse. Der Mann ist kurz vorm Herzinfarkt. Ich sag's dir. Ich meine, der buckt hier wie bescheuert. Ich meine, es ist jetzt noch knapp 2 Monate, dann haben wir auch den nächsten Pay-Per-View. Also ein bisschen weniger als 2 Monate. 30. Mai ist der nächste Pay-Per-View. Ja. Mann, Tony, Alter, chill mal ein bisschen. Slow down. Da schnaust, da tust du auch noch durch die Nase. Ich hab gedacht, hast du das so gemacht? Machst du jetzt den Tony hier, wa? Ja, auf geht's. ich meine, nebenbei muss er ja noch einen Fußballverein und einen Footballverein irgendwo machen. Also, es ist Wahnsinn. Aber ich meine, tief im Herzen, ja, ist er bestimmt einfach ein großer Wrestling-Fan. Und das gibt er halt den Leuten wieder. Und ich meine, wie gesagt, jetzt gab es das Announcement, wir können darüber reden. AEW geht nach Japan. Geht nach Japan. Wobei, irgendwann gehen sie vielleicht doch mal nach Japan. Natürlich. Aber sie gehen auf jeden Fall nach Wembley. Das ist eine Wahnsinnssache. Das ist ambitioniert, aber ich bin gespannt. 90.000 Leute passen da theoretisch rein. Realistisch gesehen mit Setup sind es 50.000 bis 60.000 wahrscheinlich. Und ich meine, bis auf eine Person im Discord, haben alle Bock drauf. Und im Endeffekt, du musst es ja, er macht es ja vollkommen richtig. Du musst es halt go big or go home, ja. Und wir alle wissen, ich meine, die sind fucking Billionaires. Die wachen nicht am Montagmorgen auf und sind dann bettelarm und auch kein Wrestler oder so, ja. Das kann natürlich ein Minusgeschäft werden und das ist auch realistisch, aber das weiß man nicht. Natürlich sollte man skeptisch sein bei der Show, aber wir als Wrestling-Fan haben ja kein, wir haben ja keinen Verlust. Im Gegenteil, wir kriegen einen Pay-Per-View zu einer vernünftigen Zeit, die können wir ja schön um 18 Uhr oder so Ortszeit die angucken und Leute haben nur 2 Stunden zu einer AEW-Show und nicht 8 oder 9 Stunden mit dem Flug nach Amerika. Also das hat nur Gewinne. Es ist natürlich eine Destination-Show, das heißt, da fliegen viele, viele Leute aus Europa hin. Ein bisschen scheiße, dass es am Sonntag ist. Ich werde wahrscheinlich nicht mit dabei sein können, weil ich eine Schulung habe danach. Das heißt, ich bin wahrscheinlich so oder so raus. Hast du es dir überlegt? Ja, ohne Frage, natürlich. Ich werde auch noch ein bisschen was versuchen, dass ich nicht doch noch mit kann. Interesse hatte ich auf alle Fälle. Also wäre doof, nicht auf die Idee zu kommen. Ich zum Beispiel habe kein Interesse. Okay, nee, ist auch okay. Ist ja auch nichts. Also einfach, weil ich keine, für mich ist das Maximum des Wegs wie nach zum Karat, also ins Ruhrgebiet. Ich fliege nicht für eine Wrestling-Show. So heiß bin ich dann doch nicht drauf. Nee, ist ja auch verständlich. Ich habe dieses Ding auch noch. Lohnt es sich zu einer nicht intimen Show zu fahren, weil WXW ist ja immer noch intim mit Freunden. Bei dieser Show kannst du nicht mal quer durch die Halle gucken und wem anderen winken, weil das sind dann mindestens 20.000 Leute, wird ohne Frage ja erreicht werden. Aber das ist dann eben, ich gucke mir das Produkt mehr an, was wir on Television 1:1 so sehen. Und dann da dafür 5, 6, 7, 8, 900 Euro auszugeben insgesamt, also ne, das ist halt. Das ist halt schon ein Brett, besonders wenn man halt dann noch Karat-Tickets vielleicht noch kaufen möchte und sowieso noch zum Wrestling fährt. Das ist auch monetär ein absolutes Brett. Aber gucken. Ich bin noch nicht. Aber es ist aber nicht so ein Brett, wie jetzt, wo du es nach Amerika fliegst für eine AEW-Show. Natürlich. Es ist ja auch zeitlich humaner machbar, ne? Auch kein Jetlag und nee, das natürlich. Das ist auf alle Fälle einfach. Also, wie gesagt, man muss da jetzt auch, wir haben da auch keine rosarote Brille auf. Es ist ambitioniert, das ist mal eine Ansage. Tony Khan denkt sich, why not? Aber ich finde, das ist der richtige Schritt. Und wie gesagt, die werden daraus die richtigen Lehren ziehen. Die sind ja auch nicht blöd, Mann. Fucking, die Khans sind doch nicht dumm, Mann. Die wissen schon, was sie da machen. Und die werden daraus lehren ziehen. Und wir können nur hoffen, dass es erfolgreich wird. Weil, ey, vielleicht kommen sie immer mal nach Deutschland. Das ist ja nicht unrealistisch, wenn das alles funktioniert. Und selbst wenn all das nicht erfolgreich wird, wir können auf alle Fälle davon ausgehen, dass Tony Khan das eine der bestmöglichen Cards booken wird. Dann kriegen wir zumindest eine geile Show. Also das ist ja das Mindeste, was wir da kriegen. Ja, bin auf alle Fälle gespannt. Bevor wir die Ausgabe beenden, hast du noch irgendwas anderes vom WrestleMania-Wochenende groß gesehen, außer WWE und Ring of Honor? Nein.
Nein, okay. Ich habe auch nicht allzu viel gesehen. Wenn wir jetzt live wären, dann hätten wir sicherlich einige Leute, die 20 bis 30 Shows am Wochenende gesehen haben. Mindestens. Ich habe die Tokyo Joshi Pro Show gesehen aus Los Angeles. Die war fantastisch. Das war eine echt authentische TJPW-Show. Wirklich spaßig. War echt super. Ich habe mir dann noch einzelne Matches angeguckt. Ich habe mir einige Mike Bailey-Matches angeguckt. Ich habe mir die Kota Ibushi-Matches angeguckt gegen Joey Janela und gegen Mike Bailey. War okay. Okay bis gut, sage ich mal so. Das gegen Mike Bailey war ja relativ kurz, war ja auch Bloodsport, das heißt ohne Ringseil und mehr Barty-Barty als alles andere. Schutzseil, genau. Joey Janela gegen Kota Ibushi war dann ein epischerer Wrestling-Clash. Ich brauche Joey Janela bloß echt nicht mehr, sage ich ganz ehrlich. Und Mike Bailey, wie fändest du den? Super, Mike Bailey ist toll, aber du merkst halt bei so einem Wochenende, wo Mike Bailey 11-mal wrestelt, das sind halt auch 11-mal sehr, sehr ähnliche Matches. Ne? Verständlich, weil du kannst ja auch nicht tot wresteln, um Gottes Willen. Aber Mike Bailey ist ein Wrestler, wenn man ihn 11-mal gesehen hat, oder ich habe ihn jetzt 4- oder 5-mal gesehen an dem Wochenende, dann reicht es auch. Er ist nicht auf einem Level von einem Will Ospreay oder einem Kenny Omega, muss ich dann auch mal ganz klar sagen. Aber er ist auf alle Fälle nur ein Level drunter. Auch sehr, sehr gut, ohne Frage. Ja, das war so das, was ich größtenteils gesehen habe. Ich wollte noch die DDT-Show sehen. Ich wollte noch die GCW-Show gegen DDT sehen. Hab mich dann aber dagegen entschlossen, weil ich dann auch nicht zu viel sehen möchte, sondern ich guck mir dann die paar Shows an, die ich unbedingt sehen wollte und die paar Matches. Und dazu habe ich dann ja eben noch NXT. Ich habe NXT gesehen. Weil es dunkel wurde draußen und ich Wrestling sehen wollte, bevor WrestleMania angefangen hat. Okay. Sehr gut erklärt. Also es lief halt. Sind ein, zwei gute Matches bei gewesen. Muss man aber auch in meinen Augen nicht sehen. NXT ist nicht das, was NXT noch vor ein paar Jahren war. Da braucht man sich auch nichts einreden. Aber ihr werdet auch nicht glücklich, wenn ihr mit dem Gedanken an diese Shows geht. Es war okay. Ja, so viel dazu. Das ist das, was ich noch gesehen habe. Ja, bevor wir gehen, Florian, übermorgen, New Japan Sakura Genesis, Rapid Fire. Ja, Mann. IWGP Women's Title Freeway Match, Mercedes Moné gegen ASM gegen Hazuki. Und, ja. Was sagst du? Mann, ey. Ja. Ich kenne die beiden anderen Damen nicht, erzähl. Azumi und Hazuki sind zwei echt gute Wrestlerinnen. Also das ist ein gutes Match auf jeden Fall. Brauche ich ein Three-Way? Nee, absolut nicht. Aber wird sicherlich ein cooles Match werden. Ich glaube aber. Ich glaube aber und befürchte so ein bisschen, dass das Match wieder auf der kürzeren Seite enden wird, im Gegensatz zu Kairi gegen Mané. Deswegen hoffe ich, dass dieses Match nicht zu kurz kommt. Das ist so ein bisschen hier der Maßstab, was ist tatsächlich die Women's Division von New Japan? Weil das ist ja die erste, ich sag mal, Titelverteidigung quasi in Japan ist. Und da können wir mal gespannt sein, was das wird. Was auf jeden Fall ein Banger wird, Zack Sabre Jr. gegen Shota Omino, yes. New Japan World Title, New Japan Cup Match, das war richtig gut zwischen den beiden. Ja. Vor allem absolut. Zack Sabre war so geil, wie er immer Shota geteased hat wegen Red Shoes. Na, Papi, hier ist Papi, genau, hier ist Papi. Ich habe mich weggeschmissen. Das war richtig geil. Das war ein gutes Match. Shota gegen Zack war auch das beste Match des New Japan Cups. Ja, easy, Alter. Das war ein richtig gutes Match. Ich meine, hier ist natürlich dann die 15 Minuten Time Limit, aber es wird trotzdem, glaube ich, fantastisch. Also, ja, auf jeden Fall. Titelwechsel? Nein. Nein, natürlich nicht. IWGP Tag Team Title, Florian, Hiroko Goto und Yoshihashi gegen Aussie Open. Geiles Match. Das wird Banger werden, ohne Frage. Goto und Yoshihashi sind ein geiles Tag Team. Aussie Open sind ein geiles Tag Team. Was kann da schief gehen? Ja. Junior Heavyweight Title Himuro gegen Robbie Eagles. Robbie Eagles, ist der gut? Ja, ist gut. Ich finde ihn jetzt nicht mega, mega awesome, aber speziell jetzt, nachdem er ja auch ein bisschen, gut, er hat jetzt sich nicht groß verändert, aber nachdem er ja jetzt Teil von Zack Sabres Gruppierung ist, hat er sicherlich ein bisschen mehr Profil und vielleicht mehr Chancen, potenziell den Titel zu gewinnen, aber ich glaube letztendlich nicht daran, dass der wechseln wird. Ja, und gut, Okada gegen Sanada. Also, ist ja erstmal auf Papier ein gutes Match. Ja, ja,
Naja, das ist so eine Sache. Weißt du, Sanada, der war mal halt echt so ein cooler Typ bei All Japan. Und jetzt, wenn ich den da sehe mit seinen Five Guys. Just Five Guys. Das Problem ist halt, viele sehen halt so ein bisschen das jetzt als Sanadas ultimativen Hop oder Top- oder Flop-Moment, weil er eben jetzt neue Gruppierung, ne, neue Frisur, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich meine, ist es so wie Reigns gegen Cody? Ja, schon, aber mit weniger Hoffnung, weil warum? Okada wird den Titel nicht verlieren. Er verliert den Titel bei Wrestle Kingdom gegen Okada oder vorher vielleicht gegen Omega, damit Okada. Gegen Okada, gegen sich selber. Gegen Osprey, so wie die O's wieder. Entweder Okada verliert den Titel bei Wrestle Kingdom gegen Osprey oder Okada verliert den Titel bei Forbidden Door gegen Omega, damit Omega dann den Titel gegen Osprey verliert. Aber nicht Sanada. Stell dir mal vor, Sanada gewinnt das Ding, dann würde der Hauptmann von New Japan bei Forbidden Door Sanada sein. Da geben doch die Leute ihre Tickets wieder zurück. Das ist sogar sehr realistisch. Also, nee, ja, das, also, nee. Wann ist Forbidden Door? Im Juni oder Juli? ROH Forbidden Door, Gott, so viele. Forbidden Door 2023 ist am 25. Juni. Juni, naja. Auf jeden Fall wird es eine Reunion des Bullet Club geben. Jay White ist jetzt schon heiß. Ich sag's. Das ist wirklich, wenn man das nicht macht, das ist natürlich ja easy going. Ja, easy, geil. Ja, und ich weiß nicht, nächste Woche diese New Japan USA Shows, ich werde sie mir nicht kaufen. Ist sie auch nächste Woche? Gottes Willen. Ja, es sind noch zwei Shows, nächstes Wochenende sind die. Also ich werde es mir nicht kaufen. Ich finde die Karten so geht und da warte ich, bis die bei Strong dann irgendwann verbraten wir nächsten Monat. Ich guck mal kurz, was die Karten sind. Bloß einmal quer für euch, liebe Zuhörer. Capital Collision und Collision in Philadelphia. Capital Collision, Tag Team, Five-Way, Fred Rosser gegen Juice, Gott. Kenta gegen Eddie Edwards, okay. Das ja, nicht Juice Robinson, Alter. Motor City gegen Machine Guns, gegen Okada und Tanahashi, gegen Aussie Open. Ja gut, das wird sicherlich fantastisch werden. Es war noch Gabe Kidd gegen Eddie Kingston, das wird cool. Covenant gegen Tracy Williams wird cool. Aber sind wir ehrlich, das sind halt keine Cards wie Battle in the Valley. Das muss man dann auch ganz klar sagen. Richtig. Und was ist es bei der ersten oder bei der zweiten Show, das ist halt Kenta gegen Eddie Edwards? Erste. Das klingt ja okay, aber das ist, ich sag's auch hier, es ist der 2023 Bullet Club Kenta. Und es ist 2023 Eddie Edwards auch und der ist jetzt auch nicht wirklich fantastisch mehr. Nee, also das ist für die auch nicht interessant. Nee, muss nicht unbedingt sein. Nee. Bei der zweiten Nacht, das war da. Ja, da war Gabriel Kidd gegen Eddie Kingston, Alex Coughlin gegen Tracy Williams und Naito und Takahashi gegen Kenta und Chase Owens. Gottes Willen. Alles so random. Nee, bin ich raus, finde ich nicht interessant. Kann ich mir, wenn da gute Sachen, dann gucke ich mir die im Mai bei Strong an. Ja. Da brauche ich jetzt nicht. Also das ist jetzt. Aber ich gucke mir übermorgen halt Sakura Genesis, also halt die 5 Top-Matches gucke ich mir an. Ob ich mir die random Undercard gucke ich mir wahrscheinlich nicht an. Ja, vielleicht passiert ja irgendwas. Ich denke mal, du wirst ja hören, ob man da reinskippen kann oder nicht. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch schon oft gesagt, das KOPW-Match zwischen Aaron Nanara und Shingo, das war schon echt ein gutes Match. Das kann man sich wirklich mal gucken. Das ist ja auch in der Hurricane Hall. Das passt doch einfach. Es ist lang, 38 Minuten. Und natürlich ist ja dieses KOPW mit diesen, wo man diese drei Dinger schaffen muss, 10-Count, 3-Count und Submission. Nee, doch, oder? Es ist auf alle Fälle ein Triad-Match und das wird wahrscheinlich dann die Regeln sein, dass man auf drei verschiedene Arten gewinnen muss. Ich hab aufgegeben, die KOPW-Regeln zu verfolgen. Ich bin gespannt. Ich gucke es mir dann doch an, obwohl ich mich schon über die 38 Minuten lustig gemacht habe, weil es dann doch ein bisschen sehr lang ist, aber die Reaktionen scheinen ja sehr positiv zu sein, deswegen werde ich es mir auch noch angucken. Ja, eben. Ich glaube, Stringer fand es auch gut. Also ich fand es auch gut. Mir hat es gefallen. Es gibt genügend Leute, die es gut fanden. Wenn ihr beide das auch noch bestätigt, dann gibt es keinen Grund mehr dafür, dass ich mir nicht auch noch angucke. Ja, ich meine, du hast doch Tanahashi gegen Garcia geguckt, das war nicht so. Ja, aber das war ja im Rahmen meiner ganzen Show. Wenn du mir jetzt vorgeworfen hättest, ich habe auch NXT geguckt, dann würde ich dir recht geben. Absolut. Ja, dann war's das mit der aktuellen Ausgabe von Straight Wrestling. Sorry für die technischen Probleme, können wir leider nicht ändern. Ich hoffe beim nächsten Mal. Ist übrigens, seitdem wir Off-Air das jetzt machen, gab es keine Probleme mehr. Ich habe dich immer gehört. Da muss das Streaming irgendwie tatsächlich. Egal, ich setze sowieso über Ostern meinen Rechner neu auf.
Also ist alles okay. Das Ding wird sowieso wieder heile sein. Was haben wir denn demnächst alles? Wir wollen nämlich zum Beispiel endlich mal Seven machen. Richtig. Erstmal will Strigger gerne am Montag Sakura Genesis besprechen. Da lasse ich mich gerne noch für breitschlagen. Aber dann wollen wir endlich Seven loswerden. Und ich habe nächsten Donnerstag, also in einer Woche, in den Raum geworfen für die nächste Seven-Ausgabe. Und da hast du gesagt, wäre okay, ja? Können wir machen, ja. Alles klar. Und dann die Ausgabe danach wird auch noch die Seven sein, damit wir Seven endlich voll haben. Richtig. Ja, und dann haben wir das endlich hinter uns. Und dann gucken wir mal weiter. Oh, genau, wir wollen die Sevens hinter uns bringen. Ich habe mir jetzt nochmal die Matches angepinnt, die wir geguckt haben. Es ist schon ewig her, dass wir Seven gemacht haben. Ja. Und die machen wir jetzt auch dann mal durch. Also da habe ich jetzt noch Lust drauf, die Matches zu beenden. Wir haben ja noch zwei Ausgaben, die machen wir noch. Und dann gucken, was danach kommt. Richtig. Gibt ja dadurch, aber Strigger will unbedingt wieder über Puro reden. Richtig. Strigger hat mir auch vor zwei Tagen geschrieben, ich bin wieder da, ich bin wieder zum einen fit und zum anderen habe ich wieder Zeit, weil er ja auch stark eingespannt war wegen seinem Job. Deswegen hat er gesagt, Montag will ich über Sakura Genesis reden und dann gucken wir mal, da kriegen wir das sicherlich hin. Und dann, ja, er will auch noch über All Japan reden, aber ich sag ganz klar, ich gucke kein All Japan. Nicht, dass es nicht gut wäre, aber ich gucke halt nicht. Ich bin halt jemand, der dann doch sich auf einige Promotions fokussiert und nicht alles durchweg guckt. Deswegen wird Strigger sicherlich über All Japan sprechen und wir gucken mal, über was wir noch so reden. Einfach Blabla ja auch. Einfach bisschen Rest. Aber ich bin dabei, weißt du, Kura gucke ich ja, also da bin ich ja dabei. Auf jeden Fall. Das wird auch der Hauptteil der Show werden, auf jeden Fall. Also die 90% mindestens. Deswegen, coole Sache, ich freue mich. Und wir haben ja auch noch andere Sachen in der Pipeline, über die wir noch nicht sprechen werden. Aber wow, also Straight Wrestling 2023 hat noch nicht mal richtig angefangen. So viel kann ich euch versprechen, ja. Okay. Dann war's das, Mabo, oder? Ja, in diesem Sinne auf jeden Fall wünsche ich euch frohe Ostern. Morgens Karfreitag, langes Wochenende. Party. Party, so sieht's aus. Genießt euer langes Wochenende. Hört euch noch unsere WrestleMania-Review an. Die müsste jetzt auch bald online sein. Und ja, schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut und tschüss.